Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Spanien-Offensive hier mit Massilia und natürlich aber auch unserer Verteidigung gegen, ja, Karthago hier. Da müssen wir jetzt echt aufpassen und hoffen, dass alles gut läuft. Und ja, damit gehen wir direkt, würde ich fast sagen, in die nächste Runde, beziehungsweise da, bevor wir in die nächste Runde gehen, will ich nochmal was überprüfen. Ich hätte gerne noch ein bisschen Eisen, ehrlich gesagt. Wir haben sogar ganz gute Nahrungsvorräte. Wir könnten uns das nochmal leisten, glaube ich, ein bisschen Nahrung. Wobei, ich mache mal nur eine Nahrung und biete euch noch zwei Holz dafür an. Schauen wir mal, was die sagen. Okay, und dann gehen wir in die nächste Runde. Und schauen, was geschieht. Bei Rom wird nichts mehr Besonderes gerade passieren, weil da gerade keine Karthager in Italien sind. Deswegen können wir das, denke ich mal, gleich überspringen. Sie vernichten hier die letzte karthagische Einheit und jetzt tun sie sich noch ein bisschen mit den Makedonen rumschlagen, aber ich glaube, das müssen wir uns jetzt nicht im Detail anschauen, das dauert sonst zu lang. Interessant ist, was Karthago macht, das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen, weil es ja uns auch direkt betrifft. Sie vernichten hier eine Flotte von Athen, ihr ehemaliger Konföderierter, und sie greifen uns jetzt hier an, okay, auf dem offenen Feld. Wir haben keine Verluste, der Feind hat aber auch scheinbar keine Verluste. Okay, sie kommen hier mit einer Flotte, da könnte eine Einheit drinnen sein. Das ist natürlich nicht so gut. Deswegen ist die Frage, ob wir uns da mit der einen Einheit in die Stadt zurückziehen müssten. So, die Makedonen greifen hier Rom an. Ich glaube, das müssten wir uns eigentlich auch nicht im Detail anschauen. Oder? Naja, gut, schauen wir mal kurz. Ja, die Axtkämpfer können nicht wirklich extrem viel Schaden anrichten. Es gibt nochmal ein paar Peltasten hier, die vorrücken, aber mehr ist es auch schon nicht. Und dann sind wir schon dran. Und wir kriegen hier ein Handelsangebot, dass wir 11 Bevölkerung anbieten. Nein, machen wir nicht. Handel wurde akzeptiert, wir bekommen nochmal 4 Eisen, sehr gut. Wirst du den Frieden mit Athen brechen? Nein, machen wir nicht. Okay. Eisenmine ist beschädigt, das kann ich aber nicht, da kann ich mich gerade nicht drum kümmern, das geht nicht. Okay, seltsam. So. Die Einheit darf mal hier hin. Bevor ich dann euch vergesse, eine Strecke hier rüber bauen. Oh nein! Ah! Habe ich keine Strecke gebaut, sondern habe die Armee dort, habe die Siedlereinheit dorthin geschifft oder hingeschickt. Na, ärgerlich. Egal. Konzentration. So, das sieht mir so aus, als wäre da eine Einheit drauf. Na, nee. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir das nicht, ob da eine Einheit drauf ist. Dann wäre das ungut. Wieso haben wir keine Bewegungspunkte? Ach so, weil wir angegriffen wurden, haben wir hier keine Bewegungspunkte. Oh, das ist aber Waldgebiet, sehe ich gerade. Das ist schlecht. Das heißt, da können wir sowieso nicht so gut verteidigen. Ich verschanze mich hier mal. Ich könnte die hier runterschicken. Ja, das schaffen wir sogar relativ schnell. Schicke ich die mal da runter und hoffe halt, dass das nicht uns wieder weggenommen wird durch Einflussnahme. Fände ich nicht so schön von denen hier. So, hier würde ich auch gerne weiter vorrücken. Wollen wir die nochmal beeinflussen? Oh, das ist fast noch billiger hier. Aber wir haben halt keine Einheit, die wir dorthin schicken können, um das zu halten, wenn wir es beeinflusst haben. Das ist so ein bisschen das Problem dahinter. Deswegen denke ich, werden wir hier. Sollen wir das einfach angreifen? Ich werde hier erstmal, denke ich, ein bisschen vorrücken. Jawohl. Ah, jetzt gehört uns auch dieses Gebiet hier. Und ja, dann greifen wir, würde ich sagen, Urso an. Das wird jetzt bestimmt vernichtet, die Stadt. Durch unseren Angriff. Es gibt uns ein paar Ressourcen. Und das war's hier auch schon. Okay, in Asti bleiben wir erstmal. Das
Hier müssen wir uns selbst heilen. Hier muss die Einheit auch erstmal bleiben. Ah, den Tempel kann ich nochmal reparieren. Das ist aber teuer hier. Dann mache ich das. Du kannst dich aktuell nicht bewegen. Du sollst hier einmal Holz hacken. Du sollst hier ein Feld noch bauen, bitte. So. Hier wird ja noch eine Kriegereinheit rekrutiert aktuell. Okay, dann haben wir, denke ich, alles Wesentliche erstmal gemacht. Wir bräuchten aber noch mehr Gold. Wir haben einfach zu wenig Gold aktuell. Hier bietet nur niemand Gold an. Fragen wir nach 6 Gold und bieten euch... Oh ja, die brauchen Holz. Ich biete euch 3 Holz. Das müsste eigentlich reichen. Und wir gehen in die nächste Runde. So. Rom kämpft wieder mit den Makedonen. Ich denke, das können wir mal überspringen. Das ist nicht so interessant. Oh, ist da gerade Italica zu uns rübergewechselt? Und hier greifen uns die Karthager an, haben aber schwere Verluste. Hier greifen uns nochmal die Karthager an. Ja, da haben wir, glaube ich, beide Verluste. Okay. Aber wir können halten, das ist gut. Jetzt ist die Frage, landen die Karthager irgendwo bei uns noch? Nein, scheinbar nicht. Okay. Soweit, so gut. Ja, die galäischen Stämme machen mir ein paar Sorgen. Die haben doch ein paar Axtkämpfer. Wenn die uns wieder angreifen, sind wir nicht so gewappnet dagegen. So, die Makedonen greifen die Römer an. Das können wir, denke ich, auch überspringen. Ah, sie haben es geschafft, hier vorzurücken. Das ist ja schon mal gut zu wissen. So, Sagunto wurde unsere Truppe rekrutiert. Und wir können endlich Hopliten rekrutieren. Es wurde aber auch Zeit. So, mit was machen wir weiter? Ich glaube, mit der Disziplin. Einheit behält Kampfgeist trotz Verluste an der Front. Amphitheater steigert das Glück. Das brauchen wir aktuell nicht. Wir haben ja gutes Glück. Das hätten wir mal damals gebraucht. Ja, bitte in 4 Runden erforschen. Dann kostet das, glaube ich, doppelt so viele Forschungspunkte. Aber wir können es uns leisten. Wir müssen... Ah, damit können wir also doch ein bisschen den Rückstand wieder aufholen. Das ist doch mal positiv. Der Handel wurde abgelehnt? Was? Ein Aufstand in Italica brach aus. Damit hat sich Italica scheinbar uns angeschlossen. Und Scalabis ebenfalls? Wie bitte? Das ist krass. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Eine Stadt der galäischen Stämme gehört uns jetzt auch. Ja, cool. Und auch eine Einheit hier. Okay, die ist nur... Die Moral ist in Ordnung. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir hier direkt... Halt, müssen wir in die Stadt rein? Ist die Stadt illoyal? Ja, die Stadt ist total illoyal. Dann gehe ich da rein. Versuche ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Italica. Muss ich erstmal reparieren. Ist gar nicht. Das ist sogar relativ loyal. So, und damit ist Karthago aus Spanien vertrieben, offiziell. Die Nomaden können sich hier verschanzen. Und wir könnten theoretisch unsere Truppen schon mal Richtung Norden positionieren, falls es da zu Kämpfen kommt. Mache ich das mal. Man kann ja nie wissen, nicht wahr? Man kann nie wissen. Können wir hier eigentlich weiter marschieren? Nein, können wir nicht. Wir marschieren mal nach Cordoba, dann kann sich die Einheit auch erholen. 3419, was ist mit der anderen Einheit hier? Halt, das wollte ich nicht. Die ist schon ein bisschen stärker, auch wenn sie sich noch nicht so perfekt erholt hat. Da warte ich aber noch mal kurz, bevor wir die irgendwo hinschicken. Was machen wir denn jetzt hier Schönes? Da habe ich noch 5500 Männer übrig und der Feind, ja, ist auch noch einigermaßen stark. Ich habe hier keine Bewegungspunkte mehr. Hier hätte ich eine absolute Überlegenheit, ja, dann greifen wir an, würde ich sagen. Vorwärts, Peltasten. Oh, schade. Das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Es war sogar eine Niederlage. Wir haben mehr Männer verloren, obwohl absolute Überlegenheit uns vorausgesagt wurde. Das ist aber bitter. Das ist richtig bitter. Ja. Dann gehen wir mal lieber hier auf Nummer sicher, oder? Und ich schicke die eine Einheit nochmal nach Osten. Durch den Wald. Die
Die eine darf sich dort erholen. So, was ist jetzt hier? Sache. Boah, 6000 Männer. Eher schlechte Chancen. Dann müssen wir also doch lieber in der Defensive bleiben. Eher schlechte Chancen. Ja, dann tun wir uns hier auch verschanzen. Okay, jetzt müssen wir uns aber um die Hopliten kümmern. Ich will auf jeden Fall in Massilia Hopliten ausbilden können. Boah, 4-4 Angriff und Verteidigung. Die Spezialisierung kostet uns aber 12 Gold. Und Principes können wir jetzt auf einmal auch bauen. Durch die Erforschung. Das heißt, gut trainierte Einheit, stark beim Angriff auf Ebene und bei der Verteidigung von Hügelgipfeln. Starke Einheit mit gutem Kampfgeist. Kämpft gut auf Ebenen und Grasland. Aber schlechter auf anderem Terrain. Können wir uns das nochmal genauer anschauen? Hopliten und Principes. Da gibt es ganz genaue Werte. Also Ebene plus 20 plus 30. Gebirge plus 20. Das sind die wichtigsten. Die vergleichen wir jetzt mal mit den Principes. Ich glaube, das sind die Legionäre. Sind das die Legionäre? Nee. Die Principes. Ui, die Principes. Die sind ja viel besser, Freunde. What? Diese Principes sind viel stärker als die Hopliten. Plus 50% beim Angriff auf Ebenen, plus 60% in der Verteidigung. Das ist ja mal richtig stark. Und es gibt einige potenzielle Verbesserungen. Wartet mal, Wald minus 30, minus 20. Aber dafür sind sie, glaube ich, hier langsamer. Okay, sie sind in der Verteidigung sogar schlechter als die Principes, dafür im Angriff im Wald besser. Aber sie marschieren auch so langsam. Dann lohnen sich eher, weil, wartet mal, minus 1, minus 0,7. Ja, dann lohnt sich doch eher die Principes, wenn ich das richtig sehe, oder? Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler, aber aus meiner Sicht würden sich eher die Principes lohnen. Jetzt ist die Frage, in Massilia oder irgendwo anders? Ich mache das mal in Massilia, oder? Schon, denke ich. Eine Einheit Principes. Beziehungsweise ich müsste auch mal überprüfen, ist das irgendwo automatisch gespawnt? Nein. Wird mir natürlich auch nicht angezeigt, aber ich glaube nirgendwo in diesen Städten. Aber vielleicht irgendwo in diesen eroberten Städten. Nein. Sagunto. Nee, nur die Schwertkämpfer standardmäßig. Halt hier Valencia. Nee, bitte. Valencia würde ich gerne auswählen. Nee, der hat noch gar keine Spezialisierung. Toletum. Nee. Nee, nee, wir müssen das schon machen noch, ne? Hier ist nur Nahkampfinfanterie. Nahkampfkavallerie. Nein! Ja, toll. Jetzt habe ich eine Einheit Nahkampfkavallerie, ohne dass ich es wollte, ausgebildet. Oh mein Gott. Vor allem, ich kann das, glaube ich, nicht abbrechen. Das ist das Bittere. Wieso kann ich sowas nicht abbrechen, wenn ich das... Ah, doch. Nee, kann ich das jetzt abbrechen? Ich würde das gern wieder verkaufen. Ja. Ja, keine Ahnung. Ha, das ist immer unschön, wenn man solche Missklicks macht. Das ist ein bisschen das, das einzig Blöde, so ein bisschen diese Steuerung. Okay, aber wir haben gelernt, nee, wir müssen die Spezialisierung erst hinzufügen. Ja, machen wir doch einmal ein Zentrum in Massilia, oder? Wobei, gegen Rom müssen wir erstmal nicht kämpfen, aber da nach Aleria wäre es gut. Hier zur Verteidigung wäre es gut. Wir brauchen auch was gegen die... Gegen die dort. Hier gibt es ein bisschen Ebene. Ja, der Rest ist aber nicht so ebenenhaft. Hier unten ist auch noch Ebene. Hm. Ja, dann machen wir schon. Machen wir erstmal Massilia. Ich rede hier lange um den heißen Brei rum. Principes. Danke. Jetzt haben wir schon kein Gold mehr. Das seht ihr, wir bräuchten eigentlich noch mehr Gold. Ich könnte die Bevölkerung mal überall noch ein bisschen mehr zurückschrauben, oder? Machen wir mal hier auf 4. Hier auf... Eigentlich können wir es hier auch auf 4 stellen. Dann tun wir lieber sogar hier auf 5. 4. 4. 4.
Dann machen wir mal hier 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. So, aber hier lassen wir es mal auf wenigstens 7. Machen wir auch auf 7. Hier auch auf 7. Sagunto darf auf jeden Fall eine 8 bleiben. Und hier lasse ich es überall mal auf 7. Okay. Außerdem werde ich nochmal ein bisschen handeln versuchen. Die Römer wollen Gold, das ist schlecht. Habt ihr ein bisschen Gold für uns, damit wir euch bald in Zukunft, in ferner, ferner Zukunft angreifen können? Wäre nicht schlecht, Freunde, wäre nicht schlecht. So, ich probiere es nochmal bei Athen. Mit weniger 4 Gold und ich biete euch eine Kohle an. Und sogar mal, ups, nicht 3, 2 Bretter, weil ich so viel Holz habe. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Holz machen soll. Eigentlich müsste ich noch mehr, apropos, Strecke bauen. Baut er jetzt hier auch eine Verbindung? Da bin ich mir nicht so sicher. Der da oben baut immer noch. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ne, wir können hier aktuell nichts mehr machen. Hier sollen die Principes entstehen. Das dauert jetzt seine Zeit. Wir erforschen fleißig. Kostet das woanders weniger eigentlich? Ne, kostet überall 12 Gold. Boah, 12 Gold. 12 Gold ist echt viel. So, wir machen hier direkt weiter, bauen noch ein Feld. Du bist beschäftigt, du bist beschäftigt. Es müssten aktuell alle ganz gut beschäftigt sein. Hier ist noch hohe Problematik. Habe ich irgendjemanden vergessen? Dich habe ich, glaube ich, vergessen zu bewegen, weil ich nicht sicher bin, wohin ich dich stecken soll. Ich glaube, ich muss dich wieder da hochstecken. Steck dich lieber wieder da hoch, weil ich habe das Gefühl, wir brauchen dich dort bald. Genau, und dich habe ich noch ganz vergessen. Du darfst die Verteidigung erlernen, auch wenn das Gold kostet. So. Dann gehen wir nochmal in die nächste Runde. Zum Ende der Folge und schauen, was geschieht. Wir hoffen mal nichts Schlimmes. So, Rom kämpft hier so ein bisschen wieder gegen die Makedonen. Und gegen Athen. Uiuiui, die reiten hier richtig voran gegen Athen. Und kämpfen mit ihrer Kavallerie-Hopliteneinheit gegen die Makedonen. Ja, nicht so richtig erfolgreich. Sie trauen sich sogar mal gegen die karthagische Flotte anzugreifen. Ohne große Verluste auf beiden Seiten. Sie rücken mit ihren Hopliten vor. Wenn man bedenkt, dass die Römer von Anfang an Principes rekrutieren können und wir jetzt erst... Schon krass, eigentlich. Trotzdem haben wir es so weit wie die Römer geschafft. Das heißt dann schon einiges, denke ich mal. Da können wir schon, denke ich, stolz sein. So. Ich spule euch mal den Rest noch vor, denke ich. Und jetzt sehen wir wieder mal, was Karthago macht. Karthago greift die römische Flotte an und versenkt sie. Und sie landen wieder in Süditalien. Ah, und nicht in Spanien. Und sie greifen uns in Spanien auch nicht an. Das ist auch interessant. Wow, und die Axtkriegereinheit hat einmal hier komplettes Gebiet der galäischen Stämme durchgeschritten. Oder ist dort durchgeschritten. So, und wir sind schon wieder dran und es ist nicht viel passiert. Gut, immer positiv. Der Handel wurde akzeptiert, sehr gut. Wir sind in Frieden mit den galäischen Stämmen beenden auf Forderung von Athen. Tja, sind wir schon so weit? Sind wir schon so weit, den zu beenden? Sind wir schon stark genug? Können wir uns gegen alles, was die haben, verteidigen? Ich glaube nicht, nein. Ich bin noch nicht bereit. Ah, hier, schaut mal, ein Handelsangebot. Wir bekommen noch mehr Gold, sehr gut. Oh, und eine Einheit lief zu Massilia über. Wo war das? Sparta und Karthago haben ihre Föderationsvereinbarung aufgehoben. Das ist auch sehr gut. Wo lief denn jetzt eine Einheit zu uns über? Na, Biblis... Oder Bibis oder so. Wo war denn das jetzt? Hä? Habe ich
ich irgendwas nicht mitbekommen? Will mir das nochmal... Kann ich rekrutieren? Irgendwie weiß ich nicht so ganz, wo die jetzt rüber gelaufen ist. Na, Biblis, das müsste doch hier eigentlich gewesen sein. Seltsam. Egal. Egal, egal, egal. Wir gehen wieder von rechts nach links vorwärts. Du bist unbeschäftigt. Du darfst hier oben mal ein Feld bauen. Wir haben 17 Gold. Du wurdest scheinbar nicht angegriffen. Dann gehst du mal in die Verschanzung. Das hört sich auch komisch an, in die Verschanzung. Du darfst den Angriff erlernen und ich bin noch am Überlegen, wo es am meisten Sinn macht, noch Principes zu bauen. Ich denke an Valencia oder vielleicht sogar lieber an Segovia. Hier gibt es auch ein paar Ebenen, die wir nutzen können. Die kämpfen halt nicht so stark im Wald. Das ist das Problem bei der Sache. Hier ist auch überall viel Wald, aber hier, das zählt hier sogar als Ebene. Ja, es gibt auch ein paar Hügel. Da sind sie dann leider nicht so gut. Aber Segovia ist sehr zentral. Da könnten wir auch notfalls an die Küste was hinschicken. Deswegen werde ich das machen. So. Gut, das haben wir gemacht. Dich stationiere ich schon mal hier. Da stehst du ganz gut. Die haben hier viele Axtkämpfer. Wir bräuchten noch mehr hier im Norden. Können wir uns halt aktuell nicht leisten, wegen den Karthagern. Wir gehen mal dorthin, hacken dann dort später noch. Hier baue ich ein Feld. Du dürftest theoretisch einfach mal weiter, würde ich fast sagen, eine Straße bauen. Schaut mal, diese Schwertkämpfeinheiten sind sogar gut. Ach nee, das ist ein Hügel. Jetzt dachte ich schon im Wald. Das ist aber ein Hügel. Gehen wir mal da runter. Wir sehen hier noch nichts. Die kann ich aktuell nicht... Doch, die kann ich leicht bewegen. Wurde die Einheit angegriffen? Ich erinnere mich nicht dran. Ach! Ist das doch die Einheit, die zu uns geflohen ist hier? Die Brennis-Gruppe. Das war das. Das war diese karthagische Einheit, glaube ich. Ja, dann darf die da bleiben. Dann müssten wir hier auch vorrücken können, oder? Denke ich. Dann traue ich mich jetzt auch mal wieder, wie es hier nach Segovia. Dann ziehe ich mich mal wieder hier zurück, würde ich fast sagen. Und traue mich mal hier, mich ein bisschen zu erholen. So. Ja, wir brauchen einfach viel mehr Gold. Das, was das an Gold frisst, das glaubt man nicht. Komm, ich frage die Römer trotzdem, auch wenn sie Goldmangel haben. Ich biete Kohle. Und ich biete euch auch zwei Holz tatsächlich an. Weil ich es mir leisten kann. Ich kann sogar nochmal, kann ich nochmal das Silberangebot machen eigentlich? Ich mache nochmal ein größeres Angebot sogar. Eine Kohle, weil die wollt ihr ja haben. Und drei Holz. Ich mache sogar zwei Holz und einen Stein. Schau mal, was sie dazu sagen werden. So, ja. Sind wir wieder bei einer etwas längeren Folge, aber ich denke, wir haben... Schau mal, Lesia ist jetzt auch schon auf Stufe 3 aufgestiegen. Das ist auch stark. Das ist auch stark. Mit den Technologiepunkten, denke ich, kommen wir auch ganz gut hinterher, dass wir dann weitermachen können, denke ich mal. Deswegen baue ich auch aktuell noch nicht mehr Akademien. Das hier ist aber auch nicht der beste Punkt für Peltasten. Da oben ist Ebene. Eigentlich bräuchte ich hier nochmal eine Kriegereinheit. Dafür habe ich nur kein Gold.
kostet 7 Gold auch. Aber die könnte ich da rekrutieren, das wäre auch nicht so schlecht. Dann bringe ich die vielleicht da hoch. Mittlerweile müssten die doch alle genügend Loyalität besitzen, hoffe ich mal. Dass sie nicht zu den Feinden überlaufen. Haben wir da jetzt zwei Einheiten eigentlich? Wir haben hier noch eine Siedlereinheit, die nichts zu tun hat. Ja, die darf hier gerne gleich mal ein Feld bauen. Die Nomadeneinheit muss in Italica erstmal... Na gut, die muss eigentlich nicht unbedingt dort bleiben. Was ist mit dem Süden hier? Oh, der Süden ist noch sehr problematisch. Cordoba auch. Ach ja, Cordoba habe ich fast vergessen. Selbstheilung. Aztiki ist auch noch sehr problematisch. Obwohl ich vor allem hier oben die Axtkämpfer im Wald bräuchte. Ich könnte die dort abziehen aus Italica und dorthin schicken vielleicht. Das wäre doch eine Idee. Dann mache ich das mal. So. Dann kann ich in der nächsten Runde die Axtkämpfer auch nach Norden schicken. Du hast deinen Auftrag. Jetzt müssten alle hoffentlich wieder ihre Aufträge haben. Das müssten wir hier, denke ich, hinbekommen. Wie lange dauert das hier noch? Eine Runde. Oh, in einer Runde können wir Hopliten, sage ich schon die ganze Zeit, Pringipes bauen. Und die sind ja auch sehr stark. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.